Es ist nicht allzu erstaunlich, dass das Debakel um Olaf Scholz auch dem Ausland nicht entgangen ist. Und so sehen wir Geldabzüge von ausländischen Investoren. Wir sehen, dass die Anleihenmärkte unruhig werden, denn man vermutet, dass Scholz noch versuchen wird, alles rauszuholen an Schulden, was rauszuholen ist. Und das in einer Situation, die jetzt wirklich brisant wird, wenn Donald Trump ins Amt kommt. Was wird da mit China passieren, diesem Handelskrieg passieren? Was wird Donald Trump jetzt schon ankündigen, was die Märkte dann vielleicht doch mal nervös macht, denn bisher sagen sich eben diese Finanzmärkte, beste aller Welten, der wird doch die Steuern senken, aber Trump wird auch andere Dinge tun und die sind eben nicht so fürchterlich gut vielleicht für die Aktienmärkte, aber schauen wir uns das Ganze mal an, startend eben mit dem Desaster um den guten Olaf, der gestern bei Karin Mioska wieder ein Beispiel gegeben hat, was irgendwie mit ihm nicht stimmt. Jedenfalls sehen wir die größten Investmentfonds aus Japan verkaufen die größte Summe an Government Bonds aus Deutschland, also an deutschen Staatsanleihen, seit dem Jahr 2018. Und das macht sich dann auch bemerkbar in den sogenannten Euroswap Cash Basis. Oder in der Euroswap Cash Basis. Und hier sehen wir das. Das ist das erste Mal seit 1999, dass die positiv wird. Und das ist im Grunde ein Anzeichen dafür, könnte man sagen, das ist ein Barometer für die Angst, dass das Angebot an neuen Staatsanleihen aus Deutschland massiv zunehmen wird. Weswegen man sagt praktisch, oh, das ist kein gutes Zeichen. Das entwertet ja unsere bisherigen Staatsanleihen. Also gehen wir mal lieber raus aus diesen Staatsanleihen, wenn jetzt eben Deutschland deutlich stärker neue Schulden machen wollte. Bislang ist das ja erstmal verhindert worden durch diesen Konflikt zwischen Scholz und Lindner, aber Scholz versucht alles, um hier noch ein paar Milliarden rauszudrehen und die Schuldenbremse zu umgehen, und so hat man dann zum Beispiel mal eben praktisch unter Umgehung eigentlich der normalen Prozesse hier 3,2 Milliarden Euro für das Bürgergeld irgendwie locker gemacht, gefunden offenkundig. Und das in einer Nacht- und Nebelaktion, ohne den Haushaltsausschuss zu informieren. Also man sieht, da wird jetzt noch versucht, ein bisschen zu tricksen. Vielleicht hat sich Arbeitsminister Heil auch ein wenig verrechnet und braucht jetzt deutlich mehr Geld als ursprünglich gedacht. Kein Wunder, wenn ich nicht nur das Bürgergeld erhöhe, sondern vor allem den Berechtigtenkreis ständig ausweite. Und wenn ich dann auf der anderen Seite immer mehr Bürokratie schaffe, das sehen wir hier links, vor allem das Wirtschaftsministerium ist maßgeblich aufgeblasen worden, jetzt in im Zeitraum seit 2017, und rechts sehen wir mal die Steuereinnahmen aus Deutschland. Wir hatten ja, oder für Deutschland, wir hatten ja kürzlich die Steuerschätzung, die war etwas schlechter als erwartet, aber wir haben mit Sicherheit bisher kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem, und das lässt sich wunderbar zeigen, was da schief läuft. Und was schief läuft beim Kanzler, das haben wir gestern gesehen, gestern diese Rentenaussage, ja, der Lindner wollte ja eine Rentenkürzung, das ist absoluter Quatsch. Sondern das, was Lindner letztendlich hätte durchsetzen wollen, wäre oder würde das Rentenniveau betreffen. Das heißt, die Renten wären so oder so auch gestiegen, nur halt weniger stark. Und jetzt sagt Scholz gestern bei Mioska, dass die Bürgerinnen und Bürger, die nicht die Ukraine Unterstützung bezahlen sollten. Also der will Schulden machen, sagt aber, nee, die Leute sollen das nicht bezahlen müssen. Aber Schulden heißt, dass die Steuerzahler das bezahlen müssen. Also das sind so die einfachsten Dinge, wo man sich fragt, na, hat sie der Mann noch alle, um es mal ganz einfach zu sagen. Also wir machen nur neue Schulden und nicht, dass sie irgendwer die dann bezahlen muss von den Bürgern. Doch, wir müssen die alle als Steuerzahler früher oder später bezahlen. Das bringt so das ganze, die ganze Idiotie auf den Punkt, genauso wie diese versuchte Ausrede, ja, wir könnten ja zu wenig Papier haben, hier diese Wahlleiterin, die ja ein SPD-Parteibuch trägt und offenkundig mit Scholz vorher darüber gesprochen hat, dann Papier. Papierindustrie. Es gibt keinen Papiermangel. Die Polen haben gesagt, wir helfen euch mit Papier und Druckern. Also gleichzeitig hat das Bundeswirtschaftsministerium mit diesen sogenannten Klimaverträgen Millionen in eine Papierfabrik gesteckt. Also da würde sich doch was drehen lassen. Das Ganze ist jetzt vom Tisch, aber es zeigt so ein bisschen dieses absurde Theater. Und Scholz hält sich immer noch für den besten Kanzler. Das Handelsblatt sagt, die sollten mit einem anderen Kandidaten antreten. Und ich würde mal prognostizieren, wenn sie mit Scholz antreten, hat die SPD null Chance. Und rechts sehen wir
derjenige, der jetzt mit März sich einigen soll, Mütze nicht auf eben die neuen oder die Gesetzesvorhaben, die jetzt noch vor der Neuwahl kommen sollen. Und erstaunlicherweise fehlt da diese ganze Ukraine-Geschichte. Also diese Pistole, die Scholz dem Lindner auf die Brust gesetzt hat, davon ist jetzt plötzlich gar keine Rede mehr. Also das ist schon wirklich ein extrem absurdes Theaterstück, während die Wirtschaft, und das war beim Josko gestern auch nicht mal irgendwo eine Erwähnung wert, die Wirtschaft extreme Probleme hat, der Auftragsmangel verschärft sich weiter, so stark wie seit 1999 nicht mehr, und all das wahrscheinlich im Auftrage des Klimas. Hier sehen wir, wie jemand mit dem Föhn versucht, ein deutsches Windrad anzutreiben, dabei Atomstrom aus Frankreich nutzt. Ungefähr so ist das derzeit, denn wir haben ja Dunkelflaute, seit Tagen praktisch kein Wind, keine Sonne, weswegen die Strompreise nach oben gehen, und wir würden sehr, sehr viel Kohle einsparen oder hätten sehr viel Kohle einsparen können, wenn wir die Atomkraftwerke nicht praktisch abgestellt hätten. Und vor allem scheint man seitens des Wirtschaftsministeriums zu versuchen, die Dinger so schnell abzubauen, so schnell zu vernichten, wie es irgendwie geht, dass da kein Revival mehr möglich ist. Und das in einer Situation, wo wir hier mal sehen, den CO2-Ausstoß der Welt und den Deutschlands, und wer da meinte, wir könnten also die Welt retten, der hatte Probleme mit mathematischem Verständnis. Insgesamt sehen wir, und das ist das Problem der Bundesregierung, zu viel Ausgaben für Soziales, für Konsum, zu wenig für Investition, für Innovation. Und so sehen wir, dass die USA, und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt ja für Europa, mit diesem riesigen Bürokratenapparat, den wir uns da aufgebaut haben, eine sich selbst fütternde Bürokratie, die Amerikaner machen es besser, weswegen eben auch die Produktivität in den USA deutlich besser aufgestellt ist. Und jetzt kommen wir mal zu den US-Märkten. Hier sehen wir, wir haben ja am Donnerstag die Inflationsdaten. Nee, am Dienstag schon, wenn ich das hier richtig sehe. Und rechts sehen wir diese Grafik, die, glaube ich, entscheidend ist und wahrscheinlich auch die US-Wahl entschieden hat. Nämlich, das eine ist die Inflation, wie sie akkumuliert der Fall ist. Das heißt schlichtweg die steigenden Preise. Das ist für Main Street, also für die normalen Leute, wichtig. Die Wall Street guckt nur auf die Inflationsrate und sagt, siehst du, die Preise steigen doch nicht mehr so schnell. Aber sie sind so stark gestiegen, und das war der Hauptgrund aus meiner Sicht, weswegen Trump gewonnen hat. Da sehen wir auch, dass in den Top 5% Counties, respektive Top 10% der Counties, wo die Preise am stärksten gestiegen sind, die Zustimmung für Donald auch am stärksten zugenommen hat. Rechts sehen wir mal Prognose, wir dürften bei 0,3% bleiben zum Vormonat, und das Ganze vor dem Hintergrund, dass wenn Trump seine Zollpläne hier umsetzen sollte, da hat Kashkari von der Fed schon gesagt, also wenn das dann Gegenzölle gibt, tit for tat, dann werden wir natürlich einen Anstieg der Inflation sehen. Jetzt wird die Diskussion beginnen, kann Trump denn überhaupt mit 50 oder mit 51 Stimmen im Senat das Ganze durchsetzen, also die Zölle beschließen. Manche sagen, hier ein Republikaner, Rick Scott, der sagt, ja, wahrscheinlich braucht er doch 60 Stimmen, um das Filibuster zu umgehen. Also das wäre dann schwierig für Donald, aber insgesamt dürfte das für Trump eines der Top-Prioritäten sein, und damit soll ja die immense Verschuldung bezahlt werden, die alleine in den letzten 3 Monaten um 850 Milliarden Dollar gestiegen ist, und hier nochmal Elon Musk gesagt hat, ja, wir müssen da ran, und das ist das, was sich so beißt, was ich versucht habe am Freitag im Video zu zeigen. Wir haben auf der einen Seite die erklärte Absicht etwa von Elon Musk, wir müssen diese Defizite nach unten bringen. Auf der anderen Seite die Zölle, die die Inflation nach oben bringen, und die Einnahmen werden nicht reichen, die Steuersenkungen zu refinanzieren. Also irgendwo passt das nicht zusammen und wird die Wall Street noch für schwere Rätsel stellen. Aber jetzt ist man erstmal super drauf. Wahnsinnige Zuflüsse, die wir hier sehen nach dem Sieg von Donald Trump, vor allem in den Russell, in Regionalbanken. Wir sehen, dass unfassbar viel Geld in US-Equities geflossen ist, also alle sind drin, und wir sehen, dass Sentiment für US-Aktien jetzt auf dem höchsten Stand, seit es erfasst wird, das ist das Jahr 2001, also wir waren noch nie so euphorisch, jetzt der Beste aller Welten, gar keine Frage. Was man aber nicht sieht, ist, dass natürlich die Restwelt, die andere Welt, da auch vielleicht etwas zu entscheiden hat und ein paar Punkte hat, zum Beispiel Taiwan, die haben jetzt nämlich nochmal klar gemacht, also diese 2-Nanometer Chips, die werden nicht im Ausland produziert, die dürfen nur in Taiwan produziert werden. Warum sagt man das? Weil man natürlich Argumente braucht,
dass die Amerikaner Taiwan helfen im Falle eines Angriffs durch China. Würde man sozusagen die beste Technologie jetzt auch in den USA produzieren lassen, warum soll die USA dann Taiwan helfen? Da gäbe es keinen zwingenden ökonomischen Grund. Und so sehen wir eben, dass eigentlich Geld aus Tech-Aktien rausgeflossen ist. Wir sind da schon ziemlich weit oben in Trendlinien, Kanallinienbereich rechts in diesem Chart. Und wir sehen, dass in der Zeit 2018, 2019, als Trump diesen Handelskrieg geführt hat, mit der China Semiconductor-Aktien die schwächsten waren. Apropos Trump, der hat mit dem Putin telefoniert, gesagt, du passt's auf, du wirst den Krieg bitte nicht eskalieren mit Russland. Und er hat dann vor allem auf die Präsenz der Amerikaner in Europa verwiesen, also amerikanischer Truppen. Die will er ja abziehen, wenn die anderen nicht bezahlen. Auch das passt nicht so ganz. Also hier siehst du, wir haben Truppen in Europa. Aber die Europäer sagen, also wenn ihr nicht mehr zahlt, dann ziehen wir das ab. Das funktioniert in der Summe so nicht. Und das gilt so für viele Widersprüche, die derzeit der Fall sind. Wir haben Daten aus China. Wir sehen, dass vor allem die Erzeugerpreise extrem deflationär sind. Minus 2,9%. Wir haben heute wieder fallende Kurse beim Hang Seng, weil man sich sagt, die Stimulus-Geschichte, die reicht nicht. Wir sehen, dass Ausländer weiter Geld abziehen aus China. Und das ist das Problem. Wir werden jetzt wahrscheinlich den größten Handelsbilanzüberschuss Chinas in seiner Geschichte erleben, und vor allem mit den USA erzielt man einen extremen Handelsbilanzüberschuss. Das ist natürlich seit Donald ein Dorn im Auge und das wird sehr, sehr spannend. Abschließend zwei Empfehlungen: Euphorie, aber Programm von Trump wird zur Gefahr. Hier mein Kollege Wolfgang Müller, der zeigt, das ist nicht wie 2016. Da sind so viele Dinge, die anders sind als 2016, und einfach hier zu glauben, ja, es wird dasselbe passieren wie 2016, ist in der Summe wahrscheinlich verkehrt. Warum, lesen Sie hier, erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, hier nochmal: Auftragsmangel der deutschen Wirtschaft, höchster Wert seit der Finanzkrise. Also es muss jetzt was passieren und nicht lavieren eines Kanzlers, der an seinem Stuhl zu kleben scheint. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus, ciao.